Jo, servus Leute. Willkommen zum Messe Samstag. Ja, heute wird es ein bisschen überfüllt, wie ganz normal am Messe Samstag. Die anderen sind gerade in der Garderobe oder waren, kommen gerade. Und ja, wir machen uns auf den Weg in Richtung Halle oder Hölle 1, wie es heute eher heißt. So, und weil wir ja noch nicht so wirklich in der Halle 1 waren, gehen wir natürlich an dem Haupttag mal hier rein. Später wirst du hier kaum noch laufen oder umfallen können. So voll wird es hier. Aber jetzt ganz am Messeanfang, in den ersten Minuten, ist es hier noch halbwegs auszuhalten. Hallo! Na, ist gleich hin! Ja! Gut! Könnt ihr nach dem Freund von neuen Büchern angekommen? Ja! Gedankenreich Verlag, Halle 2! Gang J 100, schlag mich tot. Bin mir gerade nicht sicher, welche Nummer. Wir sind sowieso Halle 2, sind wir noch öfters. Genau. Heute. Dann noch einen schönen Tag! Ja, da müssen wir nachher sowieso noch hin, also von dem her, ja. Das war es jetzt auch von der Halle 1. Ja, ihr werdet heute sicher noch ein paar Cosplayer sehen. Und da haben wir auch schon die allererste Autorin getroffen. Hallo Katha. Hallo. Ja. So Leute, wir sind jetzt in der Halle 2. Und folgen der Katha. Ganz unauffällig. Hallo! Ja. Film Inception. Ja. An so zu erinnern, die Menschen mit Kamera. Hat er und im Hintergrund zwei Kameras, die sie filmen. Aber bin ich gedrückt. Okay, drei Kameras. Ja, aber eine Kamera, die von hinten mit drei Kameras gefilmt wird. Okay. Der Lesenachwuchs ist hier auch vertreten. Finde ich sehr, sehr cool, dass auch die Jüngsten schon die Bekanntschaft von der Messe machen und die Leidenschaft zu lesen beginnt bei denen zu wachsen. Ja, lesen viel zu wenige junge Leute.
von Godric End. Er ist im Gefängnis und er erzählt den anderen Gefängnisinsassen von seiner Geschichte. In Band 1 wächst Godric, erfährt man, wie er auf der Swimming Island aufwächst. Das ist ein Piratenschiff und er wird dort zu einem richtig fiesen Typen. Also er wächst erst dort im Unterrumpf auf, das ist also so ein Ort ohne Sonnenlicht, und da lernt er eben alle Skrupel zu verlieren. Er wird also vollkommen skrupellos und später arbeitet er dann noch für die Piraten als Auftragsmörder. Er ist also, wie gesagt, ein richtig fieser Typ. Er hat eine Schwester und er glaubt, sie hält sie lange Zeit für tot. Und dann irgendwann findet er ein Tagebuch und erfährt, dass sie noch lebt. Und er macht sich auf nach Treatsco, einer Studentenstadt, wo er seine Schwester zu finden hofft. Und als er dort ankommt, stellt er fest, dass diese Studentenstadt nicht mehr so schön ist und so sauber und die Stadt der Naturwissenschaften und des Fortschritts, die er im Tagebuch kennengelernt hat. Denn es hat ein Erdbeben gegeben und dabei sind die Mauern von einem Gefängnis eingestürzt, von Fort Newport, und die ganzen Verbrecher zieht es nur nach Treatsco, weil dort gibt es ein gut ausgebautes Kanalisationsnetzwerk und die fühlen sich da in dieser Kanalisation richtig wohl. Godric bekommt sich natürlich direkt in die Haare mit den Banditen und er wird zum Banditenanführer gebracht in einer Zisterne in der Kanalisation, kassiert auch direkt Prügel von diesem Banditenanführer und er bietet ihn an, entweder sich also weiter zu kämpfen und sich von ihm töten zu lassen oder in den Schacht zu gehen, der in den Rattensumpf führt. Und der Rattensumpf, das ist ein Gängekomplex unterhalb der Kanalisation, da ist es dunkel, da ist kein Licht, und da lebt eben dieses Etwas, von dem keiner so weiß, was es ist, weil jeder, der da in diesen Schacht gegangen ist, der ist nicht mehr zurückgekommen. Godric ist gerade von einer mysteriösen Frau, die auch dort lebt, mit dem Banditen zusammen, von einem Giftpfeil gelähmt worden, und er liegt da jetzt am Boden und kann sich nicht rühren, bis das Gift eben wieder aus seinem Körper verschwunden ist. So Leute, wir sind gerade mal wieder in der Blogger-Lounge, machen ein kleines bisschen Pause. Habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen, wir waren gerade bei der Lesung. Und wir machen uns jetzt dann demnächst auch wieder auf zur nächsten Lesung, und zwar von Lisa Grimm und die Götter von Asgard. Von dem her. Ah, schaut mal her, da ist die Steffi gerade. Hallo, hi Gerd. Hi Steffi. Da hinten ist übrigens die Medi und wo ist Eva? Okay. So. Und noch einige andere Blogger. Die Maddie macht sich jetzt gleich wieder auf den Weg, weil die hat schon wieder einen Termin. Alle recht busy. Wo gehst du jetzt hin? Ich gehe jetzt zur BOD. Oh. Ja, busy Frau. Ne? Und ja, ist immer wieder geil, die Blogger-Lounge hier an die Messe Frankfurt. Macht sowas bitte doch auch mal. Wo man sich immer ein bisschen zurückziehen kann und ein bisschen weiter Kraft tanken, weil ohne Witz, es ist echt ganz schön stressig. So. So. Auf euer Wohl. Hol deinen Kaffee. So, wir sind jetzt gerade wieder mal auf dem Weg. Halle 4 und dann Halle 2. Aber ich glaube, wir gehen erstmal beim Fickenstand. So heißt der Ficken, der Likör. Da gehen wir jetzt, glaube ich, mal vorbei. Nochmal. Und ja, dann geht's zur Lesung von Lisa Grimm.
I saw the movies, I read half of a book, so, you know. And I thought, okay, at the time everyone loved Twilight, right? But there were some of us who hated it, who thought that it was very... Und damals war Twilight halt total angesagt und deswegen hat er da einfach mal so eine kleine Gegenbewegung reingeschrieben. Ich übersetze es jetzt nicht so ausführlich, damit ihr noch mehr Fragen stellen könnt. You said before that it was important that the new character has to be likable. What's your opinion on how important for the book and the popularity of the book it is that the main hero is likable and relatable, or doesn't have to be? Oh, okay. Ooh, nice. Essentially, does the main character have to be likable? No. There are plenty of books out there, plenty of movies, where the main character isn't likable, but there is always something about them that is attractive, that is magnetic. I mean, we don't watch serial killer movies because we like the serial killer, and yet we can't look away. So no, they don't have to be likable. But they need to possess something that the reader or the viewer finds irresistible. Usually that's a humor. That's, you know, humor is the best way to cut through everything and to appeal to the reader by having the character be funny. And so that's what I do all the time. But you don't need it. You can have a horrible character, a horrible main character, but you just have to make them interesting enough so that the reader can't stop reading. You know? Yeah. Chef, bitte, Frage. Nimm meins. Why the heck do you make Skype Race the zombie king? He's a blithering idiot. Fuck yeah. Skype Race is lovely! Skype Race, in my books, I know I have a plan for almost everyone. And I know what is going to happen to almost everyone. But Scapegrace is one of those characters that I introduced and I didn't know what was going to happen. So I introduced him in the second book and I thought he'll be here for a chapter or two and then he'll go away. But then I needed him later on. So I said, oh, okay, he's back. And then he came back in the third book and in the fourth book. And I decided to just torture him. So, you know, you ridicule him, you kill him, you bring him back as a zombie, you cut off his head, you put his head in a jar, you transfer his consciousness into the body of a woman, and he actually becomes much better as a woman than he ever was as a man. But then his consciousness is put back into his old body, and yet his brain has been replaced by essentially a cauliflower. So he has a big vegetable in his brain, and that's how he thinks. So I like him, you know? Ja, hallo. Ich muss jetzt gestehen, ich bin wirklich sehr aufgeregt. Einerseits, weil es meine allererste Lesung ist. Dann, weil ich sehr viele Menschen sehe, die ich schon kenne, egal ob online oder offline. Und weil da hinten Derek Landy sitzt, den ich echt gut finde. Aber ich lese heute aus meinem Buch Die Götter von Asgard. Ich möchte gar nicht so viel vorne wegreden. Ich erzähle ein bisschen was zwischen den Lesepassagen. Aber ich beginne ein Buch dort, wo man es am besten beginnt, nämlich am Anfang. Das Mikrofon sehe ich gar nicht richtig. Trotz des lauten Schreis lief der Webstuhl weiter. Er kümmerte sich nicht darum, dass seine drei Herrinnen, die seit mehreren Jahrhunderten still und schweigsam das Gewebe beobachtet und gelenkt hatten,
nun in heller Aufregung durch die halbdunkle Grotte liefen. Er ist golden, flüsterte Urd. Glänzt wie die Sonne, schrie Verdani. Unser Untergang. Skuld erschauderte. Die Nornen hatten versagt und sie wussten, dass Odin diesen Fehler niemals verzeihen würde. Trotz ihrer Furcht begaben sie sich auf den Weg nach Asgard, denn das Schicksal der Götterwelt, das wussten sie, wog schwerer als ihre Angst vor Strafe. Die Farben der Regenbogenbrücke leuchteten an diesem Tag nur stumpf und verwaschen. Selbst über Asgard schien eine dunkle Wolke zu liegen, wobei die Götter diese sicherlich noch nicht bemerkt hatten. Wie immer waren sie viel zu sehr mit ihrem Trinkgelage beschäftigt. Wer einmal tot war, musste nie wieder schlafen und konnte sich für den Rest der Ewigkeit an den Zweikämpfen und der Eberjagd erfreuen. Abend für Abend wurde der ruhmreiche Tag mit fässerweißem Met und dem Fleisch der Jagd gefeiert. Und noch bevor es wirklich dunkel wurde, ging die Sonne erneut auf und alles begann von vorne. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. Jo, jetzt sind wir gerade bei Eric Landy und Lisa Grimm, aka Jennifer Jägers, Signierstunde nach der Lesung von ihrem Buch. Und ich weiß gar nicht, bei wem mehr Leute anstehen, ob bei Eric Landy oder bei Lisa Grimm. Also es vermischt sich irgendwie ein bisschen. So Leute, jetzt bin ich mal wieder bei der Greenlight Press. Ihr wisst ja, ich bin absoluter Fan von diesen tollen Büchern. Das Erbe der Macht, richtig endgeil. Und ja, da drüben steht der Autor, Andreas Suchmann. So, für wen darf ich das signieren? Und ja, ich bin mal interessiert, versuche ihn mal zu fragen, wann es denn mit Das Erbe der Macht weitergeht oder was denn als nächstes so von ihm rauskommt oder geplant ist. Bin nur gespannt. Ich habe ein 16 Quadratzimmer, welcher Zimmer mit 3000 Punkten drin. Also wenn du nicht aufhörst. Darf ich das kurz geben? Dann halte ich den Start fest. Schon, Ja, das ist ja Band 1. Ach, Band 1, ja. Okay, dann müssen wir mal gucken. Da können wir gar nicht mehr. Magst du dich ausruhen vielleicht? Oh, setzen, darfst du gerne. Bisschen was Nachholungs? Sind die sauer? Nee, nicht. Nee, die sind süß. Nein, okay. Bei sauer macht. Ja, aber ich. Patrick Müller haben. Genau. Ich glaube, ich habe immer ganz gut, dass du hier wieder rechnen. Wir sind gar nicht ganz gut. Ja Leute, und hier sind wir beim Stand von Farina de Bar. Und guck mal. Das ist der erste Band. Sau geil. Gerade habe ich noch mit Andreas Suchanek gesprochen und als allernächstes kommt ein Spin-off aus der Welt
von Das Erbe der Macht heraus. Und auch ganz kurz darauf geht es schon weiter mit der zweiten Staffel. Also wir können uns auf baldigen Nachschub freuen. So, und jetzt mache ich mich mal auf, wenn ich da durchkomme. Auf dem Weg zum Booktuber-Treffen. Bis gleich. So Leute, jetzt habe ich es zum Booktuber-Treffen geschafft. Ja, da. Ulrike ist auch da. Ja, aber heute leider nur alleine. Aber was will man machen? Ich kenne zwar viele, aber viele auch nicht. Ja. Bin ich nicht. Ich bin der Gerd. Nee. Das war jetzt Verwechslung, Entschuldigung. Magst du mir zu den zwei Damen dazustellen? Noch für alle. Ich stelle mich. Wer gerade zu dich hinlegen? Das ist immer im Verein echt deprimierend. Die klopfen sich mittlerweile rum, der gewohnt. Ich will immer nicht. Ich muss man verstehen, warum die anderen da draußen stehen. Ich weiß nicht, das ist nur echt ein kleiner. Echt jetzt? Nein, der Blick von mir. Super. Ach, da also jetzt dann, eigentlich jetzt dann. Ja, genau, ich würde eigentlich jetzt verschwinden, so langsam. Ja, das Problem haben wir. Wir haben nämlich gar keine Unterricht. Ja, sie müssen einem ja irgendwas stellen. Taxi, also, Bus, genau. Und wenn sie einen Taxi bestellen nach Hamburg, Bayern, weil wie wollen sie ins Hotel bezahlen? Vor allem Toilette zeigen. Es ist nichts frei. Ja. Es ist zum Kopf. Hauen wir schon ab? Steffi. Steffi, sind wir schon im Aufbruch? Ja, okay. Hilfe. Dann muss ich mich jetzt. Wenn du nicht mehr von uns hörst, dann ist das Ende. Ja, sehr gefreut. Und einen richtig schönen Gruß aus. Und vielleicht bist du nächstes Jahr hier oder vielleicht. Nein, ich meine jetzt vielleicht. Ja. Schatz, ich? Falk. Achso, Gruppenbild wollen wir machen. Ja, klar. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Einmal noch durch die an Bloggern, Booktubern und überhaupt.
Machen wir so einen Rundumblick. Ja, dann gehen wir noch einmal durch den Vorhang. Hier waren wir, das ist die Messebuchhandlung in Halle 4. Und ja, damit wir keinen groß stören, deswegen sind wir da hinten hinter den Vorhang gegangen. Ja. Und ja. So, wir sind gerade mal noch beim Familia Verlag, Amanda Koch. Und bleibt sie bei meiner Lesung oder so? Die Melanie müsste uns dann zum Zug müssen, muss ein Schaubinger zuhören. Immer. Dazugehörige Autorin. Schauen wir mal in Richtung Messe rüber, Richtung Pressezentrum rüber. Jetzt ja auch vom Einkauf. Vom Pressezentrum Einkauf. Drüben sitzt die Alisa oder steht. Hi. Ja. Du hast auch einen Blog? Ja, genau, ich habe auch einen Blog. Wie heißt denn der Blog? Annes Bücherwelt. Annes Bücherwelt, cool. Ja, du. Gettypedia TV ist mein Kanal. Ich bin Booktuber. Ah. Wir machen das Ganze auf YouTube. Wir machen das Ganze auf. Da. So. Ja, cool. Ja, da finden wieder zwei zusammen, würde ich mal sagen. Genau. So Leute, wir waren jetzt schon essen und ich habe es irgendwie total versemmelt beim Essen zu filmen. Ja, und jetzt hat es mich hier dank der Silvia und weil sonst keine Lust gehabt hatte, ja, ist es eben so, dass ich die Gelegenheit habe, ja, in die Lux Lounge zu dürfen. Und ich lasse mich jetzt mal überraschen. Ich hoffe, ich sehe schon, der Akku hält nicht mehr. Mein Akku. Und ich habe natürlich das Ganze... Hast du die gleichen Akkus wie ich? Ja. Ich habe bestimmt 4 Stück in der Tasche. Ach, du bist so genial. Also kann ich euch weiter mit Bild versorgen. Und hier mit einem wundervollen Service. Ja, danke, wunderbar. Ja. Der muss trinken, was er vorgesetzt hat. Okay. Und
ich freue mich. Ja. Und weißt du auch, auf wen ich mich besonders jetzt freue? Natürlich, auf Mona Kasten. Genau, auf die Mona. Weil ich, ich kenne die Mona ja schon einige Jahre. Der Punkt ist nur, ich soll unbedingt für meine Kollegin, hallo Marion, falls du das Video siehst, ich soll ein Buch signieren lassen. Ja, und das kann ich dir nicht versprechen. Das hoffe ich mal, dass ich das irgendwie schaffe. Falls es hier die Bücher gibt. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht ein Autogramm. So Leute, mittlerweile haben wir sogar, und ich bin ja eigentlich jetzt gerade vom Essen noch ziemlich satt, aber wir haben jetzt gerade ein bisschen was zum Essen und zum Trinken bekommen. Wir waren in Frankfurt. Genau, Frankfurt, das war... Was suchst du? Lecker essen. Und ja, dass ihr mal seht, was es hier noch so cooles gibt. Sieht auch im Hintergrund echt stark aus, oder? Also hier ein wahnsinnig tolles Ambiente. Ich freue mich jetzt schon riesig auf den Abend, was da noch so kommt. Das wird bestimmt richtig, richtig toll. Ich bin ganz begeistert. Ja. Sieht cool aus hier, muss ich schon sagen. Eine der drei Autoren nicht kennen, habe ich eine kurze Vorstellung vorbereitet. Dann fällt es nicht so negativ auf und wird peinlich für euch. Zu meiner linken sitzt Laura Kneidl. Laura Kneidl hat bei Lux gerade Berühre mich nicht und Verliere mich nicht rausgebracht. Ich habe für jeden Autor und jede Autorin einen Satz überlegt, wie man die Bücher zusammenfassen kann. Das hat immer was mit Liebe zu tun. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Und bei Laura war der Satz quasi: Liebe kommt immer dann, wenn man sie am wenigsten erwartet. Ich hoffe, das passt. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, bitte, geht's noch? In der Mitte sitzt Bianca, die mit Der letzte erste Blick und Der letzte erste Kuss, aus dem Kuss, die sitzt uns doch heute auch vor, da ist. Und diese Bücher hätte ich zusammengefasst mit Wenn aus Freundschaft Liebe wird. Schön, ne? Wunderschön. Und ganz rechts außen sitzt Mona Kasten, die bei Lux schon die Agentenreihe rausgebracht hat. Oder habe ich sogar zwei Sätze? Also quasi, eines ist kein wichtiger Satz. Die Reihe besteht quasi aus drei Pärchen und damit drei Möglichkeiten der Liebe. Und gerade ist Save Me rausgekommen, das ist auch das Buch, aus dem ich heute vorlese. Musste ich vorher auch meine Kollegin fragen, ob das in Ordnung ist, wenn ich das sage. Meine Zusammenfassung war: Cinderella trifft ihren Prinz. Wunderschön. <Okay. lacht> bevor wir jetzt mit der ersten Lesung von Mona beginnen, habe ich eine Frage schon mal an euch. Ihr sitzt jetzt schön zusammen. Hier zum Pult. Wir hatten ja vorher schon gesprochen. Ihr seid alle drei miteinander befreundet. Wie ist das denn, wenn man mit Autoren befreundet ist? Das ist eine ganz andere Freundschaft als bei normalen Freunden. Sind Autorinnen die besseren Freundinnen? Verständnis für die eigene Leidenschaft. Also für uns ist ja schon ein bisschen spezieller und auch das Schreiben spezieller als Beruf und als Hobby, weil man alle Sachen durchmacht, eben den Schreibprozess auch mit dem Kopf, wenn man total an irgendeiner Szene verzweifelt. Und Autoren und Freunde verstehen das, alle sagen ja, mach halt. Also das ist das Tolle an Autorenfreundschaften, dass man eben mit seiner Leidenschaft verstanden wird. Ja,
Ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass das komplett anders ist als zu jeder anderen Freundschaft, so würde ich es gar nicht sagen, aber dass man schon in beruflicher Hinsicht einfach auch viel, viel mehr hat, über das man sprechen kann und gerade auch, wenn mal was richtig schief läuft und man regt sich bei anderen Freunden oder beim Ehemann oder so darüber auf oder bei der Familie, dann das wird alles wieder, nein, das ist alles furchtbar, dann verstehen die das schon ein bisschen besser. Also, eigentlich genau so. Ich würde bloß noch hinzufügen, dass man mit Autorenfreundinnen auch vielleicht auch mehr Zeit verbringt, beziehungsweise viel mehr redet, weil man die Plots auseinander nimmt und Probleme bespricht und deswegen einfach quasi schon zusammenarbeitet und das deswegen nochmal eine ganz andere Ebene hat. Wunderbar. Dann freuen wir uns jetzt schon auf die erste Lesung von Luna Kasten, die aus Save Me liest. Und ich übergebe dir jetzt quasi schon das Wort. Du darfst selber vorstellen, was du liest. Okay, könnt ihr mich alles auch hören? Geht das so? Nee, okay. Also, in Save Me geht es ja um Ruby und James, zwei grundverschiedene Charaktere. Ruby kommt aus einer sehr bodenständigen Familie. Sie möchte unbedingt nach Oxford. Sie hat ganz, ganz große Ambitionen und James ist so ziemlich das Gegenteil. Er kommt aus einer Familie, die sehr wohlhabend ist und kann irgendwie nicht so viel mit der Schule anfangen, möchte seine Freizeit eigentlich so gut es geht genießen, bevor er ins Berufsleben einsteigen muss, denn er ist der Erbe eines ganz, ganz großen Unternehmens und das möchte er eigentlich nicht so gerne. Und er leidet so ein bisschen unter dem Last und so. Und Ruby kann mit Leuten wie James nicht so viel anfangen. Sie geht seit 2 Jahren auf das Maxton Hall College und das ist eine sehr, sehr renommierte Privatschule und dort gehen viele James hin. Also es gibt viele Leute, die ihm ähnlich sind und mit denen kann sie halt so grundlegend nicht so viel anfangen. Eines Tages sieht sie dann aber, wie James' Schwester mit ihrem Geschichtslehrer rummacht. Und sie möchte das eigentlich so gut es geht vergessen, aber es ist irgendwie nicht möglich, zumal Lydia Beaufort, die Schwester von James, das James gesagt hat. Und James ist jetzt aufmerksam auf Ruby geworden und setzt alles daran, damit dieses Geheimnis, was den Ruf seiner Familie ruinieren könnte, nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Wir befinden jetzt uns in der ersten Szene, wo die beiden zum ersten Mal richtig aufeinandertreffen, wo James zum ersten Mal zum